Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aus dem Wattländer Jura mit seinen tiefen Wäldern und üppigen Wiesen kommt eine einzigartige Weichkäse-Spezialität. Der Vacherin Mont d'Or Suisse. Seit mehr als 100 Jahren wird zwischen dem Genfersee und dem Valais de Joux Vacherin Mont d'Or hergestellt. Eine jahrzehntelange Tradition hat auch die Fromagerie Michel André in Romanel-sur-Marche. Bis zu 8000 Liter Milch pro Tag verarbeitet der Betrieb während der Vacherin-Saison von September bis April zu schmackhaften Leib von 250 Gramm bis 2 Kilo Gewicht. Damit die Qualität der Rohmilch erhalten bleibt, wird sie besonders schonend auf 65 Grad erwärmt, dann mit der Vacherin Mont d'Or Bakterie versetzt, der Bruch geschnitten und in die Formen abgefüllt. Unverwechselbar am Vacherin Mont d'Or ist der leichte Holzton. Ein Spur Tannin, den er vom einheimischen Tannenholz bekommt. Das Tannenholz oder die Tannenrinde wird dem Käse in Form eines Gurt oder Reif verpasst, bevor er bei liebevoller Pflege zu seinem delikaten, milden Geschmack herreift und nach 3 Wochen in die typische Holzschachtel abgepackt wird. Dass man den Vacherin auf verschiedene Art geniessen kann, beweist das Rezept vom Teleskop. Was machen wir? Es geht nicht über ein frischbackenes Brot. Hier sehen wir es sehr schön. Nach einer Viertelstunde wirkt die Hefe, hat bereits Gas. Wir können einfach Wasser schön anpinseln. Und das gibt eine wunderbare, ganz schöne Kruste. Nochmal schnell zum Wiederholen. Also die schmelzige Mont d'Or, die ich vorher geschwärmt habe, lege ich samt der Spanschachtel auf ein Blechreinpapier. Dann schön einstechen. Tut man es einfach so auslöffeln. So richtig schön, also Fäden ziehen. Genau. Ja. Und daheim könnte man eigentlich schon was schönes Fondue, könnte man eigentlich ein Brot drin dünkeln, oder? Das ganze Rezept sehen Sie morgen über Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Den Vacherin Mont d'Or sollte man aber nicht direkt aus dem Kühlschrank essen, gell, Armin? Richtig, ähnlich wie ein edler Wein entfaltet er seinen milden Geschmack erst wirklich, wenn man ihn vor dem Geniessen ein paar Stunden chambriert. Grüezi miteinander. Am besten nimmt man den Vacherin mit dem Löffel raus und serviert eine Portion für Portion, und zwar mitsamt der Rinde, zu Herdöpfel und knusprigem Brot. Hier und dort, vor allem in der deutschen Schweiz, meint man noch zum Teil, man müsse die Rinde wegschneiden. Nötig ist es allerdings nicht. Im Gegenteil, es wäre doch ziemlich schade für das gute Produkt, weil ein Teil des Tannengeschmacks verloren geht. Danke, Armin. Gerne, Susanne. Ohne Tannenrinde kein richtiger Vacherin Mont d'Or und ohne Tannenzweige oder Tannenbäume keine rechte Adventsstimmung. In unserem Bau und Hobby finden Sie darum schon jetzt Adventskränze aus Nordmannstannen oder anderen Koniferen. Dazu hat es alles, was man zum Verzieren braucht: Kerzen, Kugeln und Schleifen. Eingetopfte, fertig dekorierte Weihnachtsbäume sind auch dieses Jahr aktuell. Wenn man sie regelmässig gießt, halten sie sich gut und wachsen nach der Weihnacht auf dem Balkon weiter oder finden einen festen Platz im Garten. Handbünd aus Nordmann oder Blautannen zum selber dekorieren wirken freundlich und verbreiten schon vor den Haustüren eine festliche Adventsstimmung. Das Gleiche gilt für alle anderen Licht- und Outdoor-Dekorationen, die das Bau und Hobby jetzt für sie parat hat. Verschiedene Lichterketten, Samichlois oder Rentier, Outdoor-Kerzen, bunte Kugeln, Fensterdekorationen und. Die stimmungsvollen Bilder erinnern uns daran, dass es bald schon Weihnachten ist. Was für Spielsachen das Jahr unter dem Weihnachtsbaum nicht fehlen, erfahren Sie bei uns heute in einer Woche. Es wäre schön, wenn ich Sie dann auch wieder begrüßen darf. Einen schönen Abend und wieder schauen miteinander.